Hallo Gamers, willkommen zum x-trillionsten Tutorial für Survivor. Ich habe jetzt 10 Punkte für euch vorbereitet, wie ihr professionell auf die Schnauze fallt. Da ich Rang 3 bin, bin ich officially approved, euch zu sagen, was ihr tun und nicht tun solltet. Fangen wir also an. Viele Beginner versteifen sich darauf, das Endziel zu erreichen, das heißt die Ausgangstore zu öffnen und zu entkommen. Aber lasst euch gesagt sein, das ist nicht alles, was Dead by Daylight beinhaltet. Blutpunkte und Rangaufstiegspunkte verdient ihr dadurch, dass ihr Generatoren repariert, dass ihr anderen Leuten helft, dass ihr den Killer ablenkt, dass ihr vorm Killer entkommt und zu guter Letzt, dass ihr überhaupt entkommt. Ein Plus 1 oder ein Plus 2 am Ende der Runde könnt ihr also auch erhalten, wenn ihr nicht entkommt. Der zweite Punkt ist die richtige Survivor-Auswahl direkt zum Start. Holt euch als erstes Mac Thomas bis Level 50, dann noch Claudette Morel, dann William Bill Overbeck, dann David King und dann Laurie Strode. Der dritte Punkt wären Items, Truhen und Totems. Items nehmt ihr bitte immer mit in den Runden. Sie können euch wertvolle Zeit verschaffen, indem ihr beispielsweise den Killer blenden könnt oder mit Werkzeugkisten den Generator schneller reparieren könnt oder sogar Haken sabotieren könnt. Truhen sind auf jeden Fall zu looten, wenn ihr kein Item bei habt oder wenn euer Item ausgelaufen ist und ihr genug Zeit dafür habt. Genauso wie Totems, leuchtende Totems bitte immer entfernen. Und normale Totems entfernen, wenn ihr wirklich Zeit habt dafür. Der vierte Punkt wäre Challenges. Wählt immer eine Challenge aus, die ihr gleichzeitig in der Runde erledigen könnt. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten, Challenges zu bekommen. Entweder die Dailies, die könnt ihr nebenbei natürlich machen. Dann gibt es den Spalt, der sich öffnet. Dann gibt es noch die Leitfäden, die ihr machen könnt. Klickt euch durch, schaut, was ihr realisieren könnt. Achtung, es gibt unterschiedliche Challenges für Killer und für Survivor. Der fünfte Punkt bezieht sich auf Killerfähigkeiten. Schaut euch den Killer am besten selber an, gegen den ihr spielt. Am besten habt ihr ihn selber schon gespielt oder habt euch Videos angeguckt, um zu verstehen, wie er spielt, wie er handelt und wie er denkt. In den Killerfähigkeiten gibt es selbstverständlich große Unterschiede. Der eine kann sich unsichtbar machen, der andere kann euch in eine Traumwelt versetzen und wiederum ein anderer kann euch einfach Bärenfallen auf den Boden legen und ihr lauft dämlicherweise rein. Versucht dafür auch am Anfang der Runde zu überprüfen, ob ihr schon irgendwas in der Map seht, was euch auf einen Killer hinweist. Beispielsweise bei Freddy seht ihr unten links bei euren Namen immer eine Uhr ablaufen, vom Anfang der Runde. Oder wenn ihr gegen das Schwein spielt, auch Saw, seht ihr überall diese komischen Käfige mit Jigsaw obendrauf, wo ihr eure Maske entfernen könnt, beziehungsweise eure Maulsperre. Der sechste Tipp bezieht sich darauf, dass ihr immer Fluchtwege parat haben solltet. Wenn ihr euch an einen Generator setzt oder irgendwas macht, ein Totem glänzt oder sowas, sucht immer schon, während ihr das macht, während ihr nichts tut, nach einem Fluchtweg. Am besten sind natürlich Paletten geeignet oder Fenster. Der siebte Tipp ist das Movement. Es reicht bei Dead by Daylight leider nicht aus, einfach nur vor dem Killer wegzulaufen und geradeaus zu schauen. Ihr müsst nach hinten schauen, dann seht ihr, wenn euch der Killer verfolgt, wo er hinläuft, was er macht, was er nicht macht. Er wird direkt auf eure Aktion eine Reaktion bringen und danach könnt ihr wieder eure Aktion planen. Das Spiel ist sehr dynamisch, es hat sehr viel Tiefe, wenn man sich mit dem Movement auch ein bisschen auseinandersetzt und nutzt das zu eurem Vorteil. Ihr habt letzten Endes die Third-Person-Ansicht und seht mehr als der Killer. Nutzt das auch beim Weglaufen. Der achte Punkt bezieht sich aufs Helfen. Wann helfe ich jemandem? Wann ist es gut, jemanden vom Haken abzuhängen und wann nicht? Nun ja, es bringt auf jeden Fall nichts, wenn der Killer noch am Haken ist, ihr hinrennt und jemanden retten wollt. Das geht meistens in die Hose, es sei denn, ihr habt Borrow Time und seid Full Health. Helft wirklich erst, wenn der Killer außer Reichweite ist oder dem Haken überhaupt gar keine Aufmerksamkeit mehr gibt. Dann seid ihr in der Lage zu retten. Habt ihr kein Borrow Time bei, das heißt, könnt ihr den Geretteten keinen Extraschlag sozusagen mit dem Perk bescheren, dann lauft hinter dem Geretteten hinterher, sodass der Killer euch zuerst schlagen müsste. Der neunte Tipp bezieht sich auf die Ränge. Jemand, der das Spiel angefangen hat und das Rangsystem für sich entdeckt hat, will natürlich schnellstmöglich nach oben klettern. Aber lasst euch gesagt sein, gerade wenn ihr alleine spielt mit vielen Randoms, kann dieses Spiel unglaublich
unglaublich, unglaublich frustrierend sein. Versteift euch also in den, ich sage mal, ersten 200 Spielstunden nicht darauf, schnellstmöglich Rang 1 zu erreichen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, es sei denn, ihr habt ein Team, was euch carried, aber darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass ihr alleine erstmal spielt und da solltet ihr auf die Ränge bis 200 Spielstunden erstmal absolut nichts geben. Lernt das Spiel, lernt das Movement, lernt die Killerfähigkeiten, beachtet die Punkte, die ich genannt habe. Und versucht diese zu perfektionieren. Versucht für euch alleine jemand zu sein, auf den ihr euch verlassen könnt. Kommen wir zu Punkt Nummer 10. Die Killerhaus-Palette. Auf der Map gibt es ein Killerhaus und da drinnen befindet sich die Gott-Palette. Die ist die stärkste Palette auf der ganzen Map, wenn es ein Killerhaus gibt. Und die benutzt ihr bitte, 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 bitte. Nur, wenn es wirklich, wirklich schlimm um euch steht. Wenn ihr also mindestens verletzt seid und keine andere Chance habt, wegzukommen. Die Killerhaus-Palette sollte eure Lebensversicherung sein. Damit kommt ihr auf jeden Fall davon, wenn ihr sie geschmissen habt. Meine Freunde, das waren meine 10 Punkte. Ich möchte dazu sagen, dass das Video natürlich nicht absolut ins Detail geht. Es gibt überall Ausnahmen, beispielsweise bei den Totems, das ist mir bewusst. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ihr euch mehr in die Tiefe gehen sollt, wenn ihr die Ausnahmen kennenlernen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Guckt auch gerne auf meinem Livestream vorbei. Der Link ist in der Description down below und sonst bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut, ihr absoluten Gamer-Legenden.